Die Wallfahrt 2012 zum Kloster Marienthal im Rheingau hat begonnen. Eine der ältesten Wallfahrten in Europa. Das Gnadenbild von der schmerzhaften Mutter Gottes wird hier verehrt. Kloster Marienthal in der faszinierenden Landschaft des Rheingaus ist ein Ort der Ruhe, Besinnung, Meditation und der Findung zu Gott. Im Folgenden werden aus unseren Marienthal-Filmen der letzten Jahre einige Szenen zur Wallfahrtseinstimmung zusammengestellt. Der berühmte Fürst Metternich, der österreichische Außenminister im 19. Jahrhundert, wohnte unter anderem im Schloss Johannisberg im Rheingau. Hier einige Bilder. Fürst Metternich und der Bischof Blum aus Limburg waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die maßgeblichen Förderer des nahegelegenen Kloster Marienthal. Die zerstörte Wallfahrtskirche wurde neu errichtet. Im Kloster Marienthal haben ungezählte Menschen in Sorgen und Nöten seit Jahrhunderten Trost, seelische Hilfe und Gottes Nähe gefunden. Hier waren und sind die Gläubigen Maria in der Andacht begegnet. Auf Marias Fürsprache hin haben sie auch Kraft und Wegweisung gefunden. Die aktuellen Wallfahrtstermine 2012 können in der Homepage Kloster Marienthal gefunden werden. Thank you.